Herzlich willkommen bei Earth Defense Fort und weiter Macht der Mad-Eye. Ja, wir sind zu dritt wieder unterwegs. Der Sergeant Rumpel, der Silbernitrat und ich bin natürlich auch am Start. Wir haben noch ein bisschen was vor und müssen noch ein bisschen die Erde retten. Und Silbernitrat, was hast du eingepackt an Waffen? Ich habe hier immer noch mal eine billige Sniper-Rifle. Irgendwie schalte ich hier keine frei. Es ätzt mich hier voll an. Ich will jetzt hier mal... Guck mal, es geht bis Level 8. Ja, ich finde auch, dass wir eigentlich viel zu langsam leveln, ehrlich gesagt, ja, mit unseren Sachen. Irgendwie, entweder wir sehen die ganzen Kisten nicht, die uns freischalten, Sachen, oder die werden einfach zu wenig gedroppt für drei Leute. Keine Ahnung. Ich bin vorhin wieder über, glaube ich, zwei Atomkisten gelaufen, aber ich weiß nicht, ob die was freischalten. Nicht nur um eine. Doch, die Atomkisten, soweit ich weiß, schalten irgendwas frei immer. Ich mach mal heute auf Türkis. Ich mach mal rot. Ich bin auch heute in so einem türkisen Mut gerade. Ja, ich Tactical. Tactical, mach du mal hier. Das hast du Granatwerfer und Rakete, ja? Damit bist du zufrieden, Medai. Granatwerfer und Rakete, ja. Rakete? Wo siehst du das eigentlich, dass der Mad-Eye Granatwerfer oben und rechts hat? Sieht man das. Der hat so ein Granatsymbol und ein Raketensymbol neben seinem. Aber bist jetzt Sniper mit. Hä? Nee, ich hab nicht Sniper. Ach, das ist Sniper? Das ganz linke? Keine Ahnung. Ich habe ja sowieso nur zwei Waffen immer. Oh ja. Nee, ich glaube, es ist nicht Sniper, weil ich bin ja Sniper und das ist der komische Vogel. Ah, siehste? Siehste? Vögelein. Ich fand eigentlich die. Soll ich die Valages DB wieder nehmen oder soll ich jetzt mal die anderen nehmen hier mit den Zweien? Ich glaube, ich nehme jetzt mal die mit den Zweien, die ich letztes Mal. Die Leviticus Dobro L. Und ich bin richtig. Lies den mal die Leviten. Ja. So, ich bin ready. Der Mad-Eye ist der Einzige, der noch nicht gedrückt hat. Jetzt hat er aber. Location. Ich flitze. Aber warum sind wir eigentlich in dieser Stadt? Wer mehr Häuser kaputt macht? Ich hab keinen Granatenwerfer, ich kann nicht. Aha, hat's verloren. Aber ich mache ja auch gar keine kaputt, warum eigentlich? Hey, die Tankstelle hatten wir schon. Ich glaube, wir hatten auch sprengen. Hatten alles schon mal, glaube ich. Hatten alles schon mal, ja. Ich dachte, hatte auch irgendwie gedacht, dass da noch ein paar andere Locations noch auch kommt. Kommen, ne? Selbst die Monster bleiben gleich, wenn nur immer größer. Ja, das stimmt. Bisschen, ich muss mal, glaube ich, Co-Optimus schreiben. Das ist ganz gut hier, dass die Autos so rumfliegen. Das finde ich ganz gut. Ich glaube, hier müssen wir mal wieder. Ne, hier so war das. Und Achtung, Rums. Ja, das ist super. Das macht geil, Spaß. Ne? Macht Spaß, ja. Spaß. Hätten sie doch für alle Einheiten mit einbauen können. Ich finde ja, der normale Trooper, der hat ja überhaupt nichts gehabt. Nee, den habe ich ja letztes Mal gespielt. Der war echt lame. Ich lag ja permanent. Das lag an der Klasse. Achso. Ja, natürlich, ey. Hallo? Aber du warst du nicht letztes Mal auch Tactical? Sag mal. Ich wollte Tactical sein, hab mich aber verklickt. Sehr gut. Verklickt. Was habt ihr heute Abend zu Abend gegessen? Ich habe heute gar nicht zu Abend gegessen, was sehr frustrierend ist. Ich spiele hier quasi mit nüchternem Magen. Was? Da guckt euch mal an, was der liebe Silbernitrat für uns alle macht. Das ist total der Onkel Silbernitrat, total nett. Das ist ein guter Onkel. Ich hatte Spaghetti. Ach was. Und zwar habe ich Spaghetti. Mir selber Aioli gemacht. Ach, cool. Das war lecker. Ja. So richtig mit aus Knoblauchzehen und... Ja, also ganz ausgezeichnet. Ja, Respekt, hab mir eine Chilischote reingehauen und dann habe ich noch irgendwie so eine Paste im Kühlschrank gefunden. ganz hinten. Mit tiefgrün überzogen und hat total streng gerochen, aber es war super lecker. Und dann hast du den einfach als Schimmelpilz deklariert und als Delikatesse und dann war es gut. Genau. Lecker. Wie heißt der? Aioli mit Blue Cheddar. Den nee, Cheddar ist glaube ich nicht. Es war auch irgendeine Chili-Paste, glaube ich. Es war großartig, mit schön viel Öl und so. Lecker. So, und jetzt knurrt dem Silbernitrat der Magen. Ja, das höre ich bis hierhin. Ich hatte heute wenigstens ein großes Mittagessen, aber auch Spaghetti mit schöner... War der schon wieder bei dem Italiener? Bei dem gleichen, wo wir letztens waren? Nee, wir haben selber gekocht. Ach, nice. Ich habe heute auch selber gekocht. Ich habe mir Wraps gemacht. Oh, Wraps. Geil. Auch ja, gut. Ja, auch gut. Mit Hummus drin und mit
Zucchini mit Aubergine, mit Zwiebelchen und mit Hähnchen-Nuggets. Oh. Habt ihr eine Küche da bei euch? Ja, also nicht im Büro, sondern jetzt hier zu Hause halt, ne? Ah. Also ich habe heute Abend, meine ich jetzt. Ich meinte jetzt nicht heute Mittag. Also Aubergine mag ich nicht. Doch, wenn du die richtig anbrätst, dann ist die total geil. Was heißt denn hier doch? Das ist unverschämt. Doch, wenn du mal, das nächste Mal, wenn du bei mir bist, mache ich dir mal eine Aubergine und da kannst, wirst du nicht Nein sagen können, weil die so lecker ist mit Honig und allem drum und dran. Das, Honig? Ja, super, super geil. Alter, ich komme auch vorbei. Wenn du mich fragst. Ja, aber gerne. Tatsächlich, wenn wir drei uns treffen, wo würden wir denn hingehen zum Essen? Wenn wir jetzt ein Geschäftsessen hätten, wir stehen vor, wir wären ein Geschäftspartner, aber wo würden wir hingehen? Wo wir wüssten, dass wir alle drei alle zufrieden sind. Oder können wir schon zum Spanier oder so gehen? Oder bei dem Griechen, wo wir immer sind. Tapas? Oder zum Inder, würde ich auch. Ja, Inder finde ich auch. Du bist doch auch Vegetarier, ne? Das ist ja hinlänglich bekannt mittlerweile. Stand doch schon in der Bild-Zeitung sogar. Cool, ich wurde gerade in ein Healthpack hineingeschossen. Aber was macht ihr eigentlich da hinten? Ich kämpfe hier die ganze Zeit heroisch gegen Ameisen, ja, und ihr? Wir stehen hier, wo das Symbol ist. Hier blinkt das Symbol und da bleibe ich natürlich dann stehen. Aber das ist ja irgendwie, wir müssen noch bloß nichts zu tun, weil ich alle schon an der Basis sozusagen weggeschnetzelt habe, alle. ich snipe doch von hier hinten, weißt du. Achso. Man kann aber nicht alle Ameisenhaufen planten, ne? Aber das fast noch, alle Häuser kaputt machen. Dann glaube ich nur noch so zwei kleine Kackameisen übrig irgendwo. Ich suche die mal. Jetzt hier Mad-Eye. Das ist so eine Frage für uns beide. Wie glaubst du, haben die das mit den Häusern gemacht? Sind das, werden die in Realtime zerschnitten oder sind die schon vorher zerschnitten, die Modelle? Nee, die sind vorher zerschnitten auf jeden Fall. Die werden umgeblendet. Meinst du? Und dann eine Simulation. Das glaube ich ehrlich gesagt gar nicht unbedingt. Ja, dann lass uns doch mal gucken. Lass uns mal zwei Häuser filmen, die nebeneinander stehen. Genau, der Silbernitrat, der kümmert sich jetzt mal um die Viecher. Und wir müssen jetzt mal gerade hier gucken, ob zwei Häuser gleich zusammenfallen oder unterschiedlich. Mach das mal, ich glaube, es läuft. Boah, das ist schwierig, schwierig herauszufinden. Echt schwierig. Also ich habe jetzt... Ah, ich habe vor allen Dingen... Also es ist aber gut gemacht auf jeden Fall, finde ich schon echt sehr gut. Ja, die sind alle so ungefähr gleich groß, die Dinger, ne? Die Stücke, ne? Destructible Terrain ist was anderes irgendwie, finde ich. Also bei Battlefield sieht das schon besser aus. Aber wir haben natürlich auch nicht hier so ein Millionenbudget bei dem Spiel, sondern irgendwie eher... Irgendwas, was unter einer Million wahrscheinlich ist. Ich glaube schon, dass das... Aber es ist trotzdem relativ schwer. Vor allem jetzt mal ganz ehrlich, die Level sind noch, wenn man mal ganz ehrlich ist, immer gleich. Ja, die sind immer gleich. Ich schieße gerade immer dorthin, aber die Raketen fliegen woanders hin, wo sie hin wollen. Was soll denn das? Wahrscheinlich ist eine Ameise hinter dem Haus. Ja, da sind Ameisen irgendwie. Das ist eine Ameise hinter dem Haus. Oh, ich mache mal das World Trade Center weg. Jetzt fängt es aber an hier. Da darf man doch keine Witze drüber machen. Nein, das ist auch das Empire State Building, Entschuldigung. Für Nazis darf man auch keine Witze machen. Darf man nicht? Nee. Sag mal, wollen wir eigentlich irgendwann mal Sanctum spielen? Ja, könnten wir mal machen. Aber ich glaube, das nächste LPT steht ja schon fest, ne? Da habe ich auch Bock drauf. So. Ich auch. Hat mir das schon einer mitgeteilt oder war ich gecancelt? Ja, du warst gecancelt. Oder lachen sie beide? Nein, natürlich nicht. Ehrlich gesagt ist mir bei meiner Aussage gerade heiß und kalt geworden, ehrlich gesagt. Ja, weil du nicht wusstest, was... Ich wollte Empire State Building sagen, fand das schon grenzwertig. Und dann habe ich mir auch noch so versprochen. Und dann wolltest du noch was über Adolf Hitler sagen und dann war es ganz vorbei. Ja, mein rechter Arm ist mir hochgeschnellt. Und die Maus hing irgendwo an der Decke. Ich laufe zum gelben Dreieck. Ich mache hier politisch gar nichts. Dr. Strangelove. Ey, supergeil, supergeiler Film. Wie hieß der nochmal, der Film? Dr. Strangelove and How Learn to Love the Bomb. Ja, großartig, großartiger Film. So, wir haben ein neues Thema. Hier ist so ein Comic, ein Kiosk. Was jetzt, ein Kiosk? Ich will hier eine Clubmate, bitte. Hier, guck mal. Oder eine Fritz-Cola. Ich will eine Fritz-Cola-Kaffee. Alter, hier ist eine Obama-Zeitschrift. Was? Okay. Ja, sicher. Ey, dann ist das ja voll aktuell, das Spiel. Oh, ich hab's leider gerade kaputt gemacht. Ach, Silbernitrat. Was? Ich wollte das noch sehen. Oh, Mann. Dann müssen wir das auf nächste Level warten, wo das gleiche wieder erscheint. Hier sind so komische Zecken. Das heißt, es ist ja auch irgendwo eine Riesenspinne. So eine schleimige. Ah, okay. Ich freue mich schon drauf. Ich mich auch.
Ich überhaupt gar nicht. So, ich mach mal hier wieder meinen Flächenangriff. Das lohnt sich, glaube ich, gerade hier. Ach, macht so, du mich eigentlich auch kaputt? So ein, oder wie hast du denn Mad-Eye vorhin immer platt gemacht mit diesem Flächenangriff? Nee, ich habe den Mad-Eye mit, einfach mit draufgeschossen, habe ich da. Wir kriegen, glaube ich, auch so ein bisschen Friendly Damage, wenn wir ziemlich nah dran sind. Zwar relativ gering, aber. Ich glaube, ich gehe mal da zu den Ameisen hin und mache da nochmal meinen Flächenangriff. Das lohnt sich. Wir haben ein neues Thema. Und zwar passend von Black Hawk Down 22. Die Frage, und ich meine, dass es auch andere Leute noch gesagt haben. Die Frage eigentlich, und das ist ein ernstes Thema, nach dem Leben, nach dem Tod. Das heißt also, wenn wir sterben, was passiert dann eigentlich? Haben wir eine Seele? Sieht man den Tunnel am Ende und das Licht am Ende des Tunnels? Oder sind wir einfach weg? Was passiert, wenn wir sterben? Und das wird interessant, weil nämlich, ich kenne ja meine Ansicht, aber ich bin gespannt darauf, was zum Beispiel der Silberliterat auch sagen wird, weil der ja auch Wissenschaftler ist. Und jetzt überlasse ich ihm mal das Wort. Das bedeutet ja nicht, dass ich ja die Wahrheit mit Löffeln gefressen habe. Nein, überhaupt nicht. Aber du hast ja eine Meinung. Es geht ja hier um Meinung. Ich habe eine Meinung. Ich habe eine gewisse Theorie. Yes. Die Theorie oder die Frage, die ich an euch stelle, wie war es, als ihr noch nicht geboren wart? Was habt ihr da erlebt? Das heißt also, du meinst, es also wenn, dann müsste die Seele sozusagen schon vorher da gewesen sein. Wenn sie also unsterblich ist, dann ist sie eben immer unsterblich. Dann wird sie auch vorher schon unsterblich gewesen sein. Also ich stelle mir sozusagen dass den Tod einfach nur wie ein traumloser Schlaf vor. Da, wenn man zum Beispiel mal, wenn man sich ins Bett legt und am nächsten Tag aufwacht und sich an keinen Traum erinnern kann, dann ist irgendwie, das ist wie so eine Art Zeitloch. Man hat 8 Stunden einfach keine Erinnerung an irgendwas und war sich nicht bewusst, dass man überhaupt da ist. Und so ähnlich, auch wenn es nicht so spannend sich anhört, stelle ich mir das Leben nach dem Tod vor. Aber dann hieße das ja auch, dass das Leben nach dem Tod das Leben vor dem, dass der Tod vor dem Leben ist, weil du wiedergeboren wirst, oder? Sehe ich das falsch? Nee, wiedergeboren würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, ich bin halt entstanden, als meine Gehirnzellen angefangen haben zu funken. Aber was bist du, wenn du nicht lebst? Ja, dann bin ich nicht da. Dann bist du nicht da, aber irgendwie. Trotzdem sagst du ja, also wenn es ein Schlaf, ein traumloser Schlaf ist, dann hieße das ja trotzdem, dass du in irgendeiner Form existierst oder irgendwas da ist. Das träumt halt gerade nicht. Nee, das würde ich nicht sagen, weil wie fühlt es sich an, wenn du nicht träumst? Nämlich nach gar nichts. Du bist dir über nichts bewusst. Du nimmst dich nicht als Person wahr und es gibt dich in der Zeit für dich selbst auch nicht. Außer du hast träumst. Viel getrunken, weil dann musst du irgendwann Pipi. Ja, das ist schlimm, dann macht man irgendwann auch. Also immer viel trinken, wenn ihr vorhabt zu sterben. das ist meine relativ nüchterne Ansicht. Ja, aber was heißt die nüchterne Ansicht? Weil das erklärt, also für mich bleiben da jetzt mehr Fragen offen als sonst Warum? Was. Ja, weil was heißt denn das? Heißt das jetzt, du glaubst an eine Seele oder glaubst du nicht an eine Seele? Ich persönlich glaube da nicht dran. Ich glaube. Es sind viele Synapsen, die verrückt miteinander spielen. Und das, was wir als Wahrnehmung oder Bewusstsein erkennen als Mensch, ist daraus halt gebildet wird. Ein Funkfeuer. Eine Summe aus dem Funkfeuer, genau. Ja, ja, das wäre tatsächlich auch mein Einsatz, mein Ansatz am ehesten auch. Oh, weil das ist so das Erste, was ich verstehen kann auch. Also das kann ich mir, ich meine, es wird sowieso irrelevant, ne, sobald man tot ist. Aber was zu Lebzeiten so am realistischsten ist das auch so, wäre das auch so ein bisschen meine Einstellung zu der ganzen Geschichte oder mein Glauben daran, darüber. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwo mal in irgendeinem Himmelsreich oder sonst irgendwo in einem Nachleben, Afterwelt. Im After? After. In deinem After aufwache. Da wärst du ja im Himmel. Also. Ja, stimmt. Tschö? Also ich glaube jetzt mal, ich verstehe das ungefähr so, dass ihr im Endeffekt genau die gleiche Ansicht habt wie ich, nur dass ich sie etwas nüchterner sehe und etwas... Noch nüchterner? Ja, etwas, oder sagen wir mal so, etwas weniger poetisch umschreibe.
Okay. Ich glaube halt einfach, wenn wir sterben, dann hören unsere chemischen Prozesse auf und dann war's das. So, Punkt. Ja. Ja, das ist ja das Gleiche, was ich sage. Ich wollte nur noch ein Bild dazu vermitteln, dass man genau, vorstellen kann. Ja, genau, das ist ja weniger poetisch ausgedrückt. Ja. Jetzt kommen wir aber natürlich, und jetzt mache ich mal hier den Advocatus Diaboli, da gibt es natürlich sehr viele Leute, die sagen, ja, aber das Bewusstsein, die Seele, wie kann das jetzt nur durch chemische Prozesse entstehen und wie kann das sein, dass wir als Menschen zum Beispiel Gefallen an bestimmten Sachen finden oder Liebe, Hass, all solche Emotionen, wie können die zustande kommen, wenn es da nicht etwas gibt, was irgendwie mehr ist als nur Chemie und Biologie. Und die Hormone machen das. Ja, also genau, das wäre ja Chemie und Biologie. Genau. Und aber was passiert mit dieser, sag mal, größeren Einheit? Also was ich, ein Gegenbeispiel, was ich da nennen will, mal gucken, ob das funktioniert, wäre, dass man seinen Körper komplett und auch seine Gefühle komplett verändern kann, wenn man Chemikalien von außen einführt. Nennen wir sie Drogen oder nennen wir sie auch Hormone oder nennen sie wir auch, wie wir wollen. Also du kannst ganz krasse Dinge induzieren, nur dadurch, dass ein paar Nanogramm Moleküle durch dein Gehirn wandern. Und zwar sowohl das, im Negativen als auch im Positiven, muss genau. man mal ganz klar sagen. Und wenn das der Fall ist, dann reichen ja schon kleine natürliche Schwankungen in deinem Gehirn, die einfach in der Biologie vorkommen, dass du mal an einem Tag mehr von einem Hormon produzierst als am anderen. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Und es geht weiter. Was ist so passiert mit dem Nitrat? Was? Oh, ich bin auch gleich tot. Nein, ich bin tot. Medai, du bist da. Medai. Oh Mann, oh Mann. Medai, hol uns aus dem Nirvana wieder zurück. Orpheus, aber nicht umgucken. Nein, einen habe ich. Ja, den anderen nicht? Dankeschön. Doch. Oh, jetzt lieg ich. So, du bist der Dicke. Noch so. So, jetzt aber. Musst du machen. So, Achtung. Sehr gut. So, damit wir ein bisschen Luft haben hier. Und deswegen sage ich, dass so traurig wie es klingt, und mir persönlich ist es ja auch unangenehm, dass es so sein könnte, dass sozusagen kleine Chemieschwankungen in meinem Kopf mein ganzes Weltbild verändern können. Denke ich aber, dass es halt leider so ist. Ich habe noch eine interessante Sache. Ja, Entschuldigung, ja, sag du zuerst. Nee. Medai? Ja, nee, ich war ja tatsächlich jetzt vor kurzem auf einer Beerdigung und da kam diese Geschichte nochmal in den Kopf, was ist das denn eigentlich alles hier für ein Quatsch? Oder beziehungsweise, es ist ja so, man stellt sich ja dann diese Fragen, genau eben diese. Und meine Definition, beziehungsweise Definition von Tod kann ich jetzt nicht liefern, aber das, was eben nach dem Tod ist, das, was man als Weiterleben bezeichnen könnte, wäre im Prinzip das, was man zu Lebzeiten im Prinzip weitergibt an entweder seine Nachkommen oder... das finde ich ganz gut. Naja, wenn du zum Beispiel ein Lehrer bist oder so, du Hund. Dass du dann deinen Schülern eben gewisse Werte mit auf den Weg gibst. Ja. Oder die Eltern halt. Also ganz du meinst, vorne weg es geht ja im Endeffekt auch darum, dass viele Leute wollen sich ja auch unsterblich machen, indem sie irgendetwas schaffen, was die Zeit überdauert. Ganz genau. Entweder sei es ein philosophisches oder ein literarisches Werk oder vielleicht ein Bild oder was weiß ich. Ich arbeite da auch gerade dran. Du meinst, dass die Generationen später irgendwann sagen werden, damals 2013, als das Vetter Doppelmord 2 Album rauskam, genau. leitete die neue... Silbernitrat! Das war meins, verdammt! Ich bin schneller. Nein, ein kleines Stück dahin ist es natürlich schon. Ja. Irgendwie. Abgesehen davon, dass es raus muss, ne? Ist ganz klar. Ja, und natürlich, ich meine, wenn du dich natürlich vermehrst, dann gibst du natürlich auch deine Informationen. Auch wenn das unromantisch klingt, so ein bisschen wie bei einem Kopier-Programmierprozess, gibst du immerhin die Hälfte deiner Informationen, die in deinen Zellen stecken, weiter. Ja, und das heißt, denkt ja auch auf jeden Fall einer an dich irgendwie. Irgendwie, in irgendeiner Art und Weise denkt einer an dich. Das heißt, ich glaube, sozusagen das Erste, was man eben machen kann, ist sozusagen in seinen Kindern und in seinen Ideen weiterleben. Man sagt ja Meme für Ideen, die sich verbreiten und lange Zeit am Leben bleiben. Und Gene für die Geninformation. Ja, genau.
Und ich glaube, das ist das Einzige, was man machen kann, wenn man. Aber das ist natürlich nicht so, das ist nicht so befriedigend, ne? Weil das vor allen Dingen für, also ich glaube auch gerade für junge Leute ist das, also ich glaube, Ältere haben sich da teilweise also oder sagen wir mal so, das ist, glaube ich, das ist so eine Zwischenphase. Es gibt junge Leute, die gerne an irgendwas Größeres glauben wollen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, das ist sonst zu wenig. Dann gibt es die Leute wie uns, unsere Generation, die irgendwie relativ abgeklärt ist und auch momentan, der geht es ja auch ganz gut. Und dann gibt es wieder die Generation unserer Großeltern, die dann plötzlich wieder anfangen, gläubig zu werden oder wieder an irgendwas glauben wollen, dass es halt doch irgendwie weitergeht. Oh, wir haben hier ein großes. Ja, das ist aber dann auch die Hoffnung da dran. Ja. Also je älter du wirst, desto mehr musst du dich im Prinzip damit konfrontieren und desto mehr suchst du da nach befriedigenden Lösungen. Ich finde ja zum Beispiel, in bestimmten Religionen ist es ja tatsächlich so, dass die sagen, nach dem Tod wird es eigentlich erst cool und das Leben ist irgendwie so ein kleiner Schritt irgendwie nur. Und dieses Bewusstsein finde ich eigentlich wesentlich angenehmer, weil zu Lebzeiten dir Stress darum machen, ne, ist halt eigentlich das Blödeste, was man machen kann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das, was sozusagen der christliche Glaube auch da wieder stimmt. ist, der ist schon sehr anstrengend, wenn man den mal vergleicht mit anderen Religionen. Ja. Also ist es tatsächlich angenehmer in anderen Religionen. Obwohl, man muss auch ganz klar sagen, wenn man solche Religionen anguckt wie in Indien, wo die Leute dann in Kasten reingeboren werden. Das muss auch nicht gerade schön sein. Das ist auch nicht gerade schön. Der hat mich umgekegelt, der verdammte. Gehen wir alle gemeinsam eigentlich auf eine? Ich gehe gerade auf alles, was sich bewegt irgendwie. Gut. Aber man kann die auch gar nicht auseinanderhalten. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, welchen man sich kümmern sollte. Ich habe gerade den Silbernitrat wieder geholt, weil der so ein Noob ist. Nee, das war dein komischer, Hammerschlag. Silbernitrat, du Kack-Noob. Echt, ey, du Kack-Bonus. Jetzt habe ich die Aufmerksamkeit auf mich gelenkt. Ja, ich finde halt schade, sozusagen, wenn dich sowas paralysiert und auch für dich so eine gewisse Ausrede ist, in deinem Leben nicht all das zu geben, was du geben könntest oder dich für die Dinge einsetzen könntest, für die du dich einsetzen willst, und du sagst, okay, danach ist eh besser oder ich werde nach meinem Gewissen. Ich meine, das, was halt hinter vielen Religionen steckt in Bezug auf das Nachleben, ist ja im Endeffekt, dass man jetzt auch nicht eben davon ausgehen sollte, man hat nur dieses eine Leben und lässt sich so, also man sollte so gut wie möglich und so egoistisch wie möglich leben, damit man halt irgendwie möglichst viel Nutzen aus dem Ganzen zieht. Und das ist ja auch durchaus richtig, also auch wenn wir nur dieses eine Leben haben, so wie es ja tatsächlich ist, sollte man natürlich trotzdem irgendwie gucken, dass es ein gemeinschaftliches Zusammenleben ist und dass man daraus sozusagen auch Genuss ziehen kann. Ja, das mit den drei. Ich bin tot. Ich bin auch halb tot. Wo liegst du? Ich bin mehr als halb. Bei Mad-Eye kommt. Ich versuche mal irgendwas zu finden. Dankeschön. Jetzt bin ich wieder voll da und kann euch gleich retten. Sehr gut. Aber ich habe noch eine andere Sache in Bezug auf Tod und so weiter. Ja? Und zwar dieses typische Licht am Ende des Tunnels. Nahtod-Syndrom da sozusagen. Genau, und man fragt sich, woher das kommt, beziehungsweise dass kurz vor dem Sterben sozusagen alles an einem vorbeizieht und so weiter. Mm-hmm. Oh, kann ich mal einer holen? Mir ist gerade alles an mich. Ich gehe gerade auf den Tunnel zu. Und zwar ziemlich straightforward. Siehst du denn Licht? Wenn ich in die Sonne gucke, ja. Nee, tatsächlich ist dass das Leben an einem vorbeizieht, das habe ich letztens mal mitbekommen, woher das kommt. Weil es gibt natürlich sehr viele Nahtoderfahrungen, das heißt also dieses Licht am Ende des Tunnels und dieses, man sieht das gesamte Leben an einem vorbeiziehen, sind durchaus Sachen, die tatsächlich passiert sind oder die tatsächlich passieren, wenn man kurz vorm Abkratzen ist sozusagen. Denn es gibt halt viele Leute, die hatten halt eine Nahtoderfahrung und sind dann wiedergekommen. Und es gibt eine Theorie, warum man sein ganzes Leben in so einer Situation sieht. Und zwar ist das eine, also zum Beispiel du erstickst jetzt irgendwie, ja? du ertrinkst gerade oder so und plötzlich rasselt dein Leben vor dir durch und du siehst Sachen, die du wieder gesehen hast. Dann hängt das damit zusammen, dass dein Gehirn im Endeffekt eine Abwehrfunktion hat und versucht, mit dieser Situation klarzukommen, indem es sich
alle möglichen Situationen abruft, um zu gucken, ob man irgendwie adäquat darauf reagieren kann. Mhm. Das finde ich eine höchst interessante Theorie und fand das total faszinierend, als ich es gesehen habe oder als ich es gelesen habe, weil das ist ja immer so, wir geben dem Ganzen immer so eine Emotion, oh, ich bin tot. So eine emotionale Komponente und sagen immer, ah, das ist alles, das Leben rauscht vor allem weg, weil wir uns daran erinnern und weil wir unbedingt wieder leben wollen und so. Dabei ist es eigentlich eine ganz normale Abwehrfunktion und eine ganz sinnvolle Abwehrfunktion im Endeffekt. Fand ich irgendwie als Faktum relativ interessant oder als Theorie. Stimmt. Ich kannte das noch nicht, aber es macht tatsächlich Sinn. Ich kannte das nur, dass man sozusagen ähnliche Zustände eben auch mit Drogen auslösen kann. Gab es auch mal so ein pharmakologisches Treatment drüber. Mhm. Dass du sozusagen die gleichen Zustände auch sozusagen ohne... Oh, endlich eine Tod. Hell. Ich sehe das Licht. Ja, das war echt der Licht am Anfang und am Ende des Tunnels. Und das spricht auch für mich dafür, dass einfach wieder ein volles Feuerwerk im Kopf stattfindet. Ja, definitiv. Aber die interessanten Fragen, die schwierigen Fragen, die sich ja aus unseren Theorien ergeben, aber das wäre fast wieder ein anderes Thema, das können wir in einer anderen Zeit vielleicht nochmal besprechen. Sind wir dann überhaupt frei? Also sind wir überhaupt frei zu denken? Next one. Warum ist... Wenn wir jetzt... Oh, ich bin tot, verdammt. Ich bin auch tot, warum bin ich denn tot? Das Rumpel, du musst es machen! Ich glaube, das war, weil der Typ Blast. Da explodiert ist, ja, genau. Schlaufe, Mäder, ich schlaufe. Ich tu Laufen tun. Weil das ganz ausgezeichnet. Ich wollte doch noch was holen. So, jetzt ist es fertig. Mich hat er nicht getroffen. Da springt er auf ein Silbernitrat zu. Aber das wäre was wir nächstes Mal oder irgendwann mal besprechen können. Ist man dann überhaupt noch frei, wenn man sozusagen so gesteuert ist von den Prozessen, die in seinem Kopf ablaufen, auf die man ja keinen ganz direkten Einfluss hat. Boah, ich krieg gerade kein einziges Mal hin, dieses Minispiel richtig zu machen. Jetzt halt endlich. Boah, ich freue mich halt richtig. Endlich. Finde ich auf jeden Fall auch interessant. Nein. Der Silbernitrat hat wieder alles abgestaubt, weil ich so langsam bin. Weil du ein Mädchen bist. Nichts mehr, holt dich nicht mehr wieder, so sieht's aus. Du kannst das Licht am Ende des Tunnels ganz lange angucken. Okay, was ist denn jetzt eigentlich los hier? Ja, wir sind siegreich. Juhu! So, wir müssen jetzt in die Luft springen. Tick, Trick und Track. Ich flieg höher, ich kann höher springen. Oh, jetzt kommen hier noch die scheiß Dinger da nochmal einmal eine Runde. Ach komm, das ist ja jetzt albern. Das ist aber echt albern. Nach so einem großen Event kommt dann so ein kleines Kack-Event. Vielleicht kommt das richtige Event ja gleich erstmal noch. Ach du meine Güte. Kommen wir mal drei Riesen-Möppes. Aber wir könnten eigentlich trotzdem die Folge hier mal beenden. Wir haben eigentlich das Thema relativ gut umrissen. Ja. Thema ist durch. Und würde mal denken, wir haben auch die... Dass danach noch ein Endgegner kommt? Wenn ja... Wenn dann nochmal ein paar Endgegner kommen, dann das wäre meine Frage. Können wir ja nochmal anfangen. Dann können wir noch ein neues Thema anfangen, meinst du, ne? Mhm. Ja. Jetzt hat meine Frage keiner mehr gehört, dabei fand ich die irgendwie gut. Welche Frage? Ist der Tod der Endgegner? Ich finde ja, die Story ist auch immer ganz gut, wenn man irgendwie dem Tod irgendwie einen Rumtee gemacht hat und der dadurch besoffen irgendwie nicht mehr... Weißt du, diese typische... Ja, der Sinn des Lebens von Monty Python. Ja, oder gibt's ja häufig, dass man irgendwie mit dem Tod nochmal ein Schachspiel macht am Ende, wenn er einen holen kommt oder irgend sowas. Genau. Fisch gute Storys. Übrigens auch immer schön, dass der Tod natürlich auch eine Personifizierung bekommen hat, genauso wie viele andere Emotionen oder nicht greifbaren Sachen, dass auch der Tod eben so eine, ja, dieser Sensemann sozusagen. Mein Knochengerüst. Aber der muss doch, weil der sieht ja bestimmt nur in der westlichen Kultur immer nach Knochengerüsten aus, der sieht doch bestimmt woanders anders aus. Ich weiß nicht, ich weiß, dass zum Beispiel in Indien ist doch Shiva der eigentlich der Gott des Todes auch, oder bin ich da ganz falsch? Irgendwie, da lehnt sich aber weit aus dem Fenster raus. Das stimmt. So sicher bin ich mir jetzt auch nicht, aber ich dachte immer, dass da sieht auf jeden Fall der Gott des Todes anders aus. Aber in Ägypten ist es doch wiederum einer, so ein Schakal, glaube ich. Der Schakalgott, Anubis. Anubis, genau. Das ist ein Wissen, das ich aus den drei Fragezeichen habe. Ist das nicht herrlich? Ja. Ich glaube, das ist unser Flugzeug, ne?
Unser Ticket raus. Rausbringt. Ticket. Alter, unser Ticket. Vielleicht kommen wir endlich mal in eine andere Stadt, aber das glaube ich, ich befürchte es fast nicht. Die bringen uns nur wieder in eine andere Stadt. Guck mal, 100. Ich kann hier unter der Düse stehen und es macht mir nichts. Ah, ich muss mein Haupthaar föhnen. Föhn. Aber echt föhnen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Earth Defense Force mit einem weiteren interessanten Thema. Und wir hoffen, dass euch dieses Thema gefallen hat und schreibt uns in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Kladderadatsch haltet. Ist der Tod echt oder nur eine Illusion? Wir wissen es auch nicht, aber wir haben eine Meinung dazu. Und ihr bestimmt auch. Insofern schreibt sie uns und wir sehen uns wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.